Outtakes. La 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 la. Hi Ole. Hi Sven. Do you want to go for a ride? No, thank you. Okay, jump in. Die haben doch schon wieder ihre Tabletten nicht genommen. Ich muss erstmal hier alles so einstellen, dass ich eingestellt bin. Das ist wie mit den Medikamenten, du musst immer erst alles einstellen. User, wem sagst du das? Started recording. Niemandem. Flo. Ja, Schatz. Stell dich mal ein und dann habe ich die eine und auch die andere Frage. Oi, oi, oi. Ja, eine, wie soll ich sagen? Moment. Du willst mich ersetzen gegen einen anderen Podcaster. Viel besser. Ich probiere gerade ein Noise Gate aus und wollte wissen, ob du mich schmatzen hörst, wenn ich schmatze. Schmatze mal. Ja. Scheiße. Gut, dann mache ich dieses Noise Gate wieder aus und befasse mich irgendwann mal damit. Ach, fuck. So, was habe ich denn noch Tolles an Dingen, die nicht funktionieren? Ich habe rausgefunden. Nein, ich habe nicht rausgefunden. Ich hatte zwischenzeitlich die Überlegung gehabt, einfach mit dem Notebook aufzunehmen und dann nochmal das mit Studio Link zu probieren. Mhm. Hat auch nicht funktioniert. Ich habe auch nochmal probiert. Ich krieg's nicht auf die Reihe. Mhm. Keine Ahnung. Also ich krieg's nur so hin, dass ich mich aufnehme. Ja. Ich habe dann einen Rekorder noch, der theoretisch einfach alles, was über die Festplatte läuft, aufnehmen soll. Ja. Den kann ich so einstellen, dass er entweder mich aufnimmt oder dich. Aber nicht beides zusammen. Und ich krieg's nicht auf die Reihe. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ach, ist ja auch klar, dass es nicht. Nee, ist nicht klar, dass es nicht funktioniert. Ja, scheiße. Ja, aber was soll's? Ja, wir haben ja uns. Ja. Und bleibt uns nur die Erinnerung. Ja. Woran? Casablanca. Ein guter Film. Oh ja. Ich habe mir mal so ein paar Film-Noir-Klassiker zugelegt und bin jetzt so nach und nach am Gucken. Mhm. Das sind ein paar richtig schöne Sachen dabei. Also sowas wie Die Arche, der Film Noah. Nein, mit weniger Tieren. Ach so. Ja, wobei, die Spur des Falken, nein. Ah. Ja, ja. Sind wir schon live? Na, 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 na. Ach so, wir entscheiden das ja selbst. Leider, ich fände das irgendwie lustig, wenn wir live wären. Ja. Wir klauen dem Sunday Morning das Setup, aber... Du meinst, weil wir gerade eine Pre-Show machen? Nein, wenn wir live sein wollen. Ach so. Naja. Was hast du denn so erlebt seit der letzten Aufnahme? Sehr viel. Und du? Gar nichts. Wir ergänzen uns prima, ich sehe schon. Was habe ich denn erlebt? Ich hatte Stromausfall. Yay. Hattet ihr auch so ein tolles Unwetter? Es war sehr schön, aber jetzt auch nicht so schlimm. Also der Strom blieb. Okay. Es sind ein paar Äste und ein paar Bäume, ja, umgefallen, umgeknickt, aber nichts Dramatisches. Na, sei froh. Bei uns hat es irgendwie, wie gesagt, Strom war weg für, ich schätze mal eine Stunde ungefähr, ein bisschen mehr vielleicht. Was aber gar nicht so schlimm war, was wirklich nervig war, war, dass auch das Handynetz weg war. Hm. Na gut, das ist hier eh nur sehr rudimentär vorhanden. Ja gut. das war ein bisschen nervig. Irgendwie hat es auch alles Botanische, was ich so da so angepflanzt habe, ziemlich durch die Gegend gewirbelt und quasi einen Topf am Stock gemacht. Und ja, Paprika war es dann wohl für dieses Jahr. Die Chilis sind klein genug, die sind nicht weit genug geflogen. Die kriege ich wieder. Mal schauen, mal schauen.
Ganz so schlimm war es hier dann doch nicht. Ich habe hier so gesessen und zugeguckt, ob auf dem Nachbargrundstück nicht noch ein paar Bäume umbrechen. Mhm. Dann wäre ich die los. Sind das wenigstens Obstbäume, wo man dann... Nein. Das sind ein paar sehr, sehr, sehr hochgewachsene Nadelbäume. Ich habe schon mal live gesehen, wie so einer in der Mitte durch ist. Zum Glück auf sein Grundstück gefallen, nicht auf meins. Aber es soll jetzt im Herbst ohnehin danach geguckt und auch teilweise zumindest gekürzt oder ganz gefällt werden. Okay. Also das... da ist der Nachbar doch dann vernünftig genug. Na Gott sei Dank. Mhm. Gibt ja auch andere. Ja, mit meinem Angepflanzten bin ich auch nicht so ganz glücklich, wobei Gemüse habe ich nicht mehr viel. Das sind ja so die letzten Tomaten. Okay. Aber irgendwie wollen meine Kräuter, die ich jetzt hier so neu zugelegt habe dieses Jahr, die wollen nicht so richtig. Also das Currykraut ist richtig geil. Okay. Das wächst auch schön und wenn die Sonne drauf scheint und du gehst vorbei, dieser Geruch, das haut dich um. Der Estragon ist sehr schön geworden. Mhm. Aber das Fenchelkraut geht ein und der neu dazugekaufte Lavendel will auch nicht so richtig. Ich habe alles mal zurückgeschnitten. Mit Lavendel. Von meinem alten habe ich den habe ich jetzt so verblühen lassen, dass ich jetzt richtig schön die Samen rausmachen konnte. Mhm. Da werde ich nächstes Frühjahr dann mal gucken, ob ich säen kann. Ach ja. Wenn du zu viel davon säst, würde ich was abnehmen. Gerne. Weil, naja, mein grüner Daumen hört genau bei Lavendel auf. Und ich habe bis jetzt, glaube ich, jeden Lavendel, den ich hatte, in sehr kurzer Zeit sehr umgebracht. Na, den einen, der hält jetzt schon, ich glaube, das zweite oder dritte Jahr. Also, der ist okay, auch wenn er mittlerweile ziemlich der Waldmeister drumherum wuchert. Oh. Und ich habe keine Ahnung, was ich mit Waldmeister machen soll. Ja, ich hatte mal gelesen, man könnte irgendwie was gegen Bauchschmerzen daraus machen, aber wahrscheinlich gibt es überall irgendeine Hexe, die irgendwas gegen Bauchschmerzen aus irgendwas macht. Oder für. Oder mit. Naja, aber mein grüner Daumen funktioniert sehr gut bei Minze, weil da muss man gar nichts machen. Und ich bin dieses Jahr recht glücklich mit meinem Rosmarin und auch mit meinem Oregano. Also das ist ganz schön gewuchert. Sehr schön, sehr schön. Mhm. Aber gerade für Rosmarin muss das Wetter doch auch perfekt gewesen sein, oder? Ja, ich denke schon. So wie das geschossen ist bei der Hitze. Aber jetzt kommt bald die Zeit, wenn das Ganze dann... Na gut, Rosmarin wird nicht zurückgeschnitten, aber das meiste wird zurückgeschnitten und dann kommt es in den Wintergarten. Mhm. Ja, so ist das mit dem Grünzeug. Sehr schön, sehr schön. Ich habe... Meine Verwertungsmöglichkeiten für Grünzeug signifikant erweitert. Ich habe meinen Kamin nämlich das erste Mal dieses Jahr angeschmissen. Oh, das riecht so gut, wenn die Kräuter reinkommen. Ja, eben. Nee, ganz, ganz witzige Geschichte. Kann man mal machen. Ich sag mal so, die Dosierung habe ich noch nicht ganz raus. Also entweder hat der Wintergarten Temperaturen, wo du quasi in deinem eigenen Dampf gast oder es ist kalt. Aber ne, ja. Kriegen wir auch noch raus. Na gut, mein Wintergarten hier mit dem Glasdach, wenn da die Sonne drauf scheint, ja, dann klar. Ist es sofort, selbst im Winter 30 Grad. Bin ich doch ganz froh, dass ich auch so eine Beschattung habe, weil im Sommer ist natürlich dann die 30 Grad mal ganz schnell 50. Mhm. Ja. Und die Avocado-Bäume muss ich bald reinholen. Oh, Avocado-Bäume? Ja, aus dem Kern. Mittlerweile richtig dicke Stämme. Ich hatte noch keine Früchte oder irgendwas dran, aber sie blühen immerhin jedes Jahr. Oh, wie cool. Mögen natürlich Kälte überhaupt nicht. Ja, gut. Aber dafür gibt es ja Wintergärten. Ja. Mit 50 Grad. Das mögen sie auch nicht. Im Schatten. Ich hätte noch eine Richtigstellung zu unserer letzten Folge. Oi.
Mein erster Podcast war natürlich nicht methodisch inkorrekt, sondern Troja Alert. Aha, natürlich. Ja, ja. Also, so viel Dings muss Bums. Ich habe heute gerade die neue Folge von Spoiler Alert gehört. Mhm. Dem müsste ich auch mal eine Richtigstellung schicken. Die waren mit dem Zombie-Genre etwas falsch geraten. Okay, inwiefern das denn? Ja, sie haben das tatsächlich auf die Anfänge geschoben, so diese fleischfressenden Romero-Zombies. Das Ganze gibt es aber schon auch in Filmen und Büchern schon viel früher. Das sind dann aber diese klassischen Haiti-Voodoo-Zombies, die mehr so als willenlose Diener in die Geschichten da rumrennen und nicht so more brain. Mhm, aber wahrscheinlich komme ich nie dazu, da mal einen Kommentar zu schreiben, deswegen sage ich das hier. Dann müssen die halt die Folge hier hören, hilft ja, ja nichts. Geht nicht anders. Aber welchen Tee hast du denn heute? Wer sagt denn, dass das Tee war? Ich. Okay. Lass mich kurz gucken. Apfel, Feige, Dattel. Mein ist heute ein Rooibos-Vanille mit einem großen Löffel Honig. Wie passt denn der große Löffel Honig in den Beutel? Das willst du gar nicht wissen. Okay. Ich hätte für heute, wir haben uns ja diesmal wirklich über Themen voll die Gedanken gemacht. Ja, so könnte man das auch sagen. Ich hätte da so wie sagt man denn, bereite dich bitte darauf vor, das wird abgefragt nächste Woche. Jeder sucht sich eine lustige, ausgestorbene Tierart aus. Yay, Tierart. Ich habe meine schon. Okay, ich werde mal suchen. Ja, ich habe mir überlegt, ob wir vielleicht sowas wie Wer ist heute gestorben noch mit aufnehmen könnten und mit dabei auf die Liste der ausgestorbenen Tierarten gestoßen. Ich notiere es mir mal. Ich hatte ja sowieso auch ein paar Sachen nachschauen wollen. Mhm, ich wollte mit dir ja über den alten Mickey Mouse Comic Strip reden und die Hakenkreuze, die da drin vorkommen. Ja, das habe ich mir notiert, genau. Genau, das mache ich vielleicht auch irgendwann. Ich habe aber was anderes entdeckt bei der Suche. Okay. Und zwar geht es auch um Mickey Mouse. Mhm. Aber ich bin da auf mehr Sachen gestoßen, als ich dachte. Normalerweise denkt man ja, dieser erste Mickey Mouse Cartoon, das war dieses Steamboat Willie. Genau, Ja, stimmt gar nicht. Was? Ja, das war tatsächlich erst der dritte. Okay. Es gab vorher zwei, die aber auch wirklich nur so einmal Test aufgeführt wurden, bevor sie dann geändert nochmal veröffentlicht wurden. Uh-huh. Weil sie damals noch schwarz-weiß waren sie ohnehin, stumm waren. Und bei Steamboat Willie hatte man dann halt mehr Ton und Effekte ausprobiert. Und das hat man dann bei diesen auch gemacht. Und tatsächlich war der erste ein Cartoon namens Plain Crazy. Der ist unter anderem bekannt dafür, dass Mickey Minnie sexuell belästigt. Mhm, Also ist auch der erste Auftritt von Minnie Maus. Darf man ja nicht vergessen. Mhm. Und es war 1927. Im Jahr davor war Charles Lindbergh zu seiner großen Reise aufgebrochen. Das heißt, ganz Amerika war im Flugzeugfieber. Und deswegen hat man Mickey halt auch in ein Flugzeug gesetzt. Und Minnie Maus war die erste Stewardess? Es war so ein kleines Flugzeug. Eigentlich hat er versucht, sie zu einem Kuss zu bedrängen. Mhm. Und als sie nicht wollte, ist er so scheiße geflogen, bis sie irgendwann nachgegeben hat. So richtig Arschlochverhalten. Als sie dann irgendwann gelandet sind, knallt sie ihm auch eine. Interessante Dinge, vor allem wenn man auch guckt, der wurde damals für $1,772 produziert. Das, wenn man das heute hochrechnet, wäre das knapp über $25,000. Mhm. Und selbst das ist für so ein 8-Minuten-Cartoon sehr, sehr billig.
Ach ja. Ja. Guck an. Diese Sparfüchse. Also es war schon interessant, was sie damals alles so gemacht haben. Es gibt noch andere Punkte zu diesem Cartoon, die Macher untereinander, die waren nicht so unbedingt alle Freunde, sagen wir mal so. tja. Und das Projekt wurde auch vor den anderen Animatoren in den Disney Studios geheim gehalten damals. Mhm. Weil die hatten ja da einen anderen Star, Oswald, den glücklichen Hasen. Schon mal von dem gehört? Natürlich nicht, nein. Wahrscheinlich hat niemand von dem je gehört. Doch, tatsächlich. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Walt Disney hatte damals verschiedene Cartoons mit Oswald produziert. Ich muss das jetzt aus dem Kopf machen, weil da habe ich natürlich keine Notizen für. Und hatte dann irgendwann die Rechte an ein Studio verloren und war stinksauer und hat als Rache dann Mickey Mouse erfunden. Und tatsächlich hat vor ein paar Jahren irgendwie die Disney Studios die Rechte zu Oswald wieder zurückgekauft und haben die Cartoons dann auch rausgebracht. Es sind halt tatsächlich so 20er Jahre Cartoons, die kann man heute gucken, muss man aber nicht mehr unbedingt. Witzig. Noch nie von gehört vorher. Ja, die 20er Jahre waren schon schön. Tja, damals gab es noch Butterbrotpapier. Mhm. Damals konnte man da wirklich auch noch mehr bringen in so Cartoons. In Steamboat Willy zum Beispiel packt Mickey eine Katze am Schwanz und schwingt ihn einfach mal ein bisschen rum. Und hat grinst dabei sadistisch. Und später schubst er einen Papageien über Bord. Ja, das waren andere Zeiten. Also ich fand ja Mickey Mouse, das war für mich immer so wie Superman, immer so der gute Pfadfinder und dadurch auch stinklangweilig. Aber teilweise war das damals schon echt nicht gerade kinderfreundlich. Gut, war ja auch nicht so unbedingt für Kinder gedacht, immer. Mhm. Ich bin dabei übrigens auf viele andere Cartoon-Skandale gestoßen. Da können wir irgendwann auch mal drüber reden. Ich schreibe es auf meine Liste, auf meinen unendlichen Themenpool. Ach, wie schön du tippst. Ja. Du wolltest über dein Verhältnis zu obskuren DVDs sprechen. Ach stimmt, das wollte ich. Ja. Wollte ich das heute? Laut meiner Liste. Ich mag deine Liste nicht. Ich schieb das mal nach unten. Ja. Weil dann müsste ich nämlich ein paar obskure Filme raussuchen. Dann schieb ich das auf einen anderen Tag. Hurra. Meine Notizen fliegen durcheinander. Lustige ausgestorbenen Tierarten können wir nicht, weil der Floh nichts vorbereitet hat. Wie denn auch, wenn ich es nicht weiß? Hier Gedanken, Brain, Trans. Pew. Transbrain? Was? Ja, Transbrain WLAN. Da gucke ich halt mal, ob ich währenddessen was finde, was die ausgestorbenen Tiere angeht. Wir können aber auch über deine Lieblingsmuppets reden. Aber da hätte ich aber vorher noch eine Definitionsfrage. Zählen die Wesen der Sesamstraße zu den Muppets? Ja. Sehr gut. Genauso wie Fraggles oder genau genommen sogar die Turtles. Was? Ja, das war Jim Hensons letzter Film, der erste Turtles-Film. Angeblich hat er sich da so verausgabt, dass er dann irgendwann gestorben ist.
Übrigens möchte ich anmerken, dass dieser komische Hansen aussieht wie Dirk Nowitzki mit Bart. Ja. So. Dann liegst du gar nicht so falsch. Dann habe ich ja noch ein drittes Lieblingsmuppet. Oh Gott. Dirk Nowitzki ist kein Muppet. Na, wir hatten ja unseren Zuhörern versprochen, dass wir dieses Mal bekannt geben, wer denn unsere Lieblingsmuppets sind. Genau. Und wir haben entschieden, wir machen das Ganze ein bisschen spannender. Wir geben Interaktiv. Hinweise und der andere muss raten. Das wird bestimmt super, weil ich so viele Muppets kenne. Ja, ich fange mal an und gebe einen ganz offensichtlichen Hinweis. Mein Muppet läuft gerne nackt rum. Ich meine, wer tut das nicht? Ich bin gerade andersrum am Überlegen, tragen Muppets alle Kleidung? Ich glaube nicht, ne? Nicht alle, nein. Also mein Muppet trägt schon Kleidung, es gibt aber verschiedene Szenen und Momente, wo sie entweder nackt ist oder sagt, dass sie gerne nackt ist. Okay. Gib mir bitte einen weiteren Tipp. Die Mutter meines Muppets heißt Daisy. Okay, das ist ein scheiß Hinweis. Mein Muppet trat zum ersten Mal in der Pilotfolge der Muppet Show Sex and Violence auf. Und ja, die Pilotfolge der Muppet Show hieß Sex and Violence. Das kann ich völlig nachvollziehen. Ist es diese Dings? Ja. Ah, ja. Dann wusste ich es doch. Nee, Niemand googelt. Mein Muppet spielt Gitarre. Ach, dann bist du ein Mitglied meiner Lieblingsmuppets. Das ist ja lustig. Dann bist du die, wie heißt du, Janice? Jane? Richtig, Janice. Janice von Dr. Teeth and the Electric Mayhem. Ja, genau. Sehr schön. Ich weiß nicht wieso, dran? Aber ich mag sie irgendwie. Ja. Ich kann das sehr, sehr nachvollziehen, weil dann hake ich erstmal Dr. Teeth and the Electric Mayhem bei meinen Lieblingsmuppets ab. Mein anderes Lieblingsmuppet, wie beschreibe ich den denn am besten? Hat ein eigenes Lied bekommen. Ein eigenes Lied oder eins, das er singt? Eins, was mit und für ihn gesungen wird. Okay. Nein, hab ich noch nicht drauf. Es hat ein eigenes Instrument. Ist aber kein Mitglied der Band. Kein Mitglied von Dr. Teeth. Ja. Seiner Band, ja. Wohl aber Mitglied des Muppet Orchestras. Wie heißt er denn? Mach mal weiter. Okay. Ich komme vielleicht gleich drauf. Es ist grau. Es ist grau? Grau fällt mir nur der Adler ein. Und lacht sehr viel. Jetzt bin ich verwirrt. Ja, dass mein Lieblingsmuppet viel lacht, war echt nicht zu erwarten. Nein. Es hat ein eigenes Triggerword. Ach so, wir sind in der Sesamstraße. Nein. Hm.
Ein graues Muppet, das gerne lacht. Ob es gerne lacht, weiß ich nicht, ob es lacht viel. Es gibt eine eigene Actionfigur. Das wusste ich nicht und ich will es haben. Warte, ich google mal Muppet-Actionfigur. Es ist jetzt nicht das Muppet, was sehr oft im Vordergrund steht, muss man wohl auch dazu sagen. Eher so ein Nebenrollen-Muppet. Grau. Ja. Das Grau verwirrt mich, weil Grau fällt mir tatsächlich nur der Adler ein. Okay. Aber der lacht nicht, deswegen bin ich da. Es hat einen ordentlichen Haltungsschaden und irgendwas stimmt mit seinen Augen nicht. Das könnte auch ich sein. Soll ich es auflösen? Ja, bitte. Crazy Harry. Crazy Harry. Du kennst nicht Crazy Harry. Der alles in die Luft jagt. Ach, natürlich. Wenn jemand Bombe sagt. Ja, klar. Jetzt sehe ich ihn doch gerade vor mir. Ja. Hättest du gesagt, er jagt alles gerne in die Luft. Das wäre zu einfach. Das stimmt auch. Ach, Crazy Harry. Was wohl aus dem geworden ist. Warte mal. Keine Ahnung. Ich glaube, in neuester Zeit ist es nicht mehr so populär, Dinge einfach in die Luft zu jagen und dabei wild zu lachen. Naja, guck dir Trump an. Wie heißt Trump mit Vornamen? Nicht Harry. Donald, genau. Ah, aber ist scheinbar in der Live-Bühnenshow dabei. Oh. Sein aktuellster Auftritt, wenn man ja immer mal irgendwo dabei. Beim Super Bowl letztes Jahr und wohl auch in der 2015er Muppets-Serie. Witzig. Ich finde es ja sehr schade, dass von den Muppets tatsächlich nur 3 Staffeln, also von der Muppet-Show jetzt nur 3 Staffeln erhältlich sind. Okay. Aber das Ganze ist halt irgendwie mit den Rechten an den Liedern und so weiter. Ja, gut. Sehr kompliziert. Aber das Schöne an der DVD-Veröffentlichung ist, sie haben teilweise tatsächlich die US-Folgen und die deutschen Folgen drauf, weil manchmal gab es andere Stars, wo dann extra Szenen gedreht wurden mit in Deutschland bekannten Leuten. Okay. Die dann da reingeschnitten wurden. Und es gibt natürlich klassische Abenteuer wie die Folge mit Alice Cooper. Oh ja, die ist eine großartige Folge. Ach, Welcome to my Nightmare mit Kermit dem Frosch. Ich mag es. Kann man nur empfehlen, ja. Ja. Hast du noch einen Muppet? Oh, es gibt so viele. Ich kann mich kaum entscheiden. So geht's mir auch. Deshalb habe ich die ganze Band genommen gehabt. Na gut, wen ich noch sehr mag, ist natürlich, und das ist relativ offensichtlich, er ist ein Muppet, der erstmals in der 2. Staffel der Muppet Show auftrat. Das hilft jetzt unheimlich. Das hilft mir unglaublich viel, ja. Okay. Er hat normalerweise einen Sketchpartner, der vorher schon ohne ihn aufgetreten ist. Mhm. Er leidet sehr oft. So wie ich. Und zwar durch
Elektroschocks oder er wird in die Luft gesprengt oder. Ja. Er ist zu einer Internet-Sensation geworden für die Lieder, die er singt. Komm, Gehirn, sei mal cool. Okay, in meinem Kopf springen gerade mehrere rum. Das eine ist dieser komische Bär mit dem Hütchen. Aber der wird, glaube ich, relativ selten gesprengt. Fossi wird selten gesprengt, ja. Dann Gonzo. Der ist es auch. Aber nicht. Der leidet nicht so. Ja. Der Mimi. Der ist es. Yay! Dika! Richtig. Ja, der Partner von Dr. Honigtau Bunsenbrenner. Ah. Oder im Englischen Dr. Bunsen Honeydew. Oder wie Kermit der Frosch gesagt hatte, if somebody has to get hurt, it's almost always Beaker. Ach ja. Ich stellte gerade fest, das war mir so bislang nicht klar, dass Graf Zahl eine Freundin hat. Okay. Die sich dadurch auszeichnet, dass sie rückwärts zählt. Das wusste ich auch nicht. Man lernt nie aus. Ja. Nun gut. Und falls sich die Zuhörer und Zuhörerinnen fragen, die heutige Sendung wird präsentiert von dem Buchstaben K. K? Ja. Das waren die einzigen, die uns finanzieren wollten. Es gibt Momente. Ja. Dafür wirst du mich wirklich. Das ist schön. Ja, diese Momente gibt es immer noch. Dabei kennen wir uns schon seit... Wann haben wir angefangen zu podcasten? Letzte Woche. Immerhin. Ja. Das soll man doch sagen, wenn wir die Menschen irgendwann kennenlernen. Tja. Leider ist meine Themenliste jetzt aufgebraucht. Yay. Ich könnte ein Thema aus einer anderen Folge nehmen und einfach diese geradezu philosophische Frage mal in den Raum schmeißen. Thema Harry Potter. Ja. Was passiert, wenn man in den entsprechenden Hut reinkotzt? In welches Haus kommst du dann? Wahrscheinlich ins Waschhaus. Muss der Hut dann auch brechen? Der brechende Hut. Noch schlimmer ist, was ist, wenn der Hut kotzen muss, wenn du gerade drunter bist? Richtig. Oh Mann. Dann haken wir das Thema jetzt einfach auf. So. Wir sollten nicht so viele Themen haben, dass wir mit den Leuten nur... Ja, ich glaube auch. Wir sollten lieber ein bisschen improvisieren. Ja, wie damals. Nein. Doch. 1959. Im Bolschoi-Theater, da haben wir auch improvisiert. Tja, weil du deine Turnschläppchen vergessen hast. Ich habe sie nicht vergessen, sie lagen beim Zoll. Oder wie es in Russland heißt, Zolovarovic oder so ähnlich. Aber das macht nichts. Wir haben einfach die Haare von den Füßen einmal rumgekämmt und dann konntest du weiter tanzen. Ja, so mache ich das heute noch. Warum auch nicht? Haarige Füße gleiten sehr gut auf dem Boden. Haarige Füße gleiten gut. Präsentiert von Buchstaben K. Falls wir mal wieder Stadtland Porno spielen, könnte das ein Film mit H sein. Haarige Füße gleiten gut. Den Film würde ich mir nicht unbedingt angucken. Obwohl. Vielleicht so ein Hobbit-Porno oder sowas. Hm.
Gandalf. Die zwei Türme. Samroman. Ja, ja. This is the end. My only friend, the end. Ach, ach, ach. Ja, kein Wunder, dass man uns damals aus dem Theater gejagt hat. Tja, wir mussten ja auch noch anfangen zu singen. Ja, mussten wir. Konnten wir immerhin besser als Ballett. Wenn man uns einmal schon mal singen gehört hat, der weiß dann, wie schlecht wir im Ballett sind. Oh ja. Aber immerhin, zusammen können wir ungefähr ein Spagat. Ja. Du ein Bein, ich ein Bein. Genau. Es muss ja nicht das eigene sein. Oh ja. Mann, hat der geschrien. Das war schön. Ja. Ich hoffe, unsere Zuhörer mögen Stille. Sonst würden sie nicht einschalten, glaube ich. Das heißt, nach der ersten Folge werden wir eh keine Zuhörer mehr haben. Na, hoffentlich. Dann können wir ganz hemmungslos sein. Hat mir das eigentlich jetzt geklärt, ob Onanieren während der Aufnahme okay ist? Ich meine, ich Frage. Passe auf, dass ich nicht auf die Tastatur... Also nicht schon wieder. Ja, und auch das Mikrofon und vor allem der Popschutz. Das Kondom, meinst du? Ja. Ich mag es auch nicht, wenn ich Sperma auf dem Kondom habe. Dann kann man das gar nicht nochmal benutzen. Einfach wenden. Ja, wie im echten Leben. Ja. Das sagt der Navi auch immer. Richtig. Also wie im echten Leben. Da vorne kommt eine Ausfahrt wie im echten Leben. End of the road. Ah. Sind Sie sicher, dass Sie hier lang wollen? Nein. Vorsicht, da vorne wohnt der Flo. Bitte umfahren Sie großräumig. Ach ja. Ja. Ich habe heute übrigens ein Glas Rotwein neben mir stehen. Ach, hast du es gut. Dein eigenes oder hast du das nur aufgestellt, um die Fruchtfliegen zu fangen? Beides. Nom, nom, nom. Ich mag es mit Stückchen. Das kann ich verstehen. Gefährlicher als die Fruchtfliegen sind die Wespen. Mhm. Denn ich vermute, dass so hier in den letzten Tagen irgendwo vor dem Fenster sich ein Wespennest gegründet hat. Mhm. Eine Kommune oder sowas. Ja. Denn diese eine Wespe, die am Wochenende so alle 10 Minuten in mein Schlafzimmer kam, eine Runde gedreht hat, mich verwirrt angeguckt hat und wieder rausgeflogen ist. Was macht dieser Mensch da? Es könnte sein, dass das nicht nur eine Wespe war. Mhm. Denn heute Morgen waren im Büro mindestens 3. Okay. Und welche im Bad. Und vor der Haustür einen ganzen Haufen. Das auch. Aber ich habe einfach diese Dose Erbsensuppe genommen. Und sage, ich habe auf euch gewartet. Dann habe ich verwirrt geguckt und sind wieder rausgeflogen. Mhm. Na, ich denke, irgendwo ist da ein Nest. Aber... Es ist jetzt Herbst. Ich denke, das klärt sich von ganz alleine. Ja, das ist richtig. Auf der anderen Seite, ich finde Wespennester eigentlich ziemlich cool. Hat die letzten Jahre immer welche vor... Nee, das muss ich anders formulieren. Vor irgendwelchen Öffnungen. ja, oh ja. Wenn ich kichere, kichern auch andere. Wespennester vor Fenstern und Türen und das war eigentlich immer ziemlich, ziemlich friedlich. Ich habe auch nichts gegen die, solange die mich in Ruhe lassen, lasse ich sie auch in Ruhe.
Also zum Beispiel, wir hatten direkt vorm Küchenfenster eins und auch wenn man das Küchenfenster ganz offen hatte, war das kein Problem. Die kamen nicht reingeflattert. Und wenn, dann hast du gemerkt, dass es ihnen sehr unangenehm ist und sie es eigentlich gar nicht wollten. Oh, entschuldigen Sie, Entschuldigung, ich gehe wieder. Richtig, das ist ja der falsche Bau. Ja, nö, das war ganz, ich will nicht sagen angenehm, aber ja. In Ordnung. Aber ich finde die auch gar nicht so aggressiv, wie sie immer beschrieben werden. Also ich habe damit jetzt keine großen Probleme. Richtig, richtig. Und ich hatte auch die letzten Jahre fast immer welche hier. Mhm. Bis auf das eine Jahr, in dem die Hornissen da waren. Da war aus irgendeinem Grund kein Wespennest. Mhm. Aber selbst die waren ganz friedlich. Die kamen auch abends ins Schlafzimmer, haben lautstark ein paar Runden gedreht und sind dann wieder raus. Achso, die haben also schon selber den Ausgang wieder gefunden. Ja. Auch Anfang des Sommers diese Fledermaus, die hier mal rein ist. Vielleicht hat sie einfach die Geruchsspur der Hornissen verfolgt. Es war überraschend, nachts ein Flap, Flap, Flap zu hören und es kam nicht von was mir. Was nicht das eigene ist. Ach ja. Ja. Nee, also Hornissen ist sowas, brauche ich nicht in meiner Umgebung. Naja, brauchen tue ich es jetzt auch nicht. Den Sinn von Hornissen habe ich einfach nicht verstanden, glaube ich. Sind die nicht da, um die großen Blumen zu befruchten? Wenn das Bienchen sagt, boah, der Samen ist mir so schwer, komm die Hornisse an, ich mach das komplett. Ach, ach, ach. Ich war gedanklich abgedriftet. Ja. Das ist schon in Ordnung. Es kommt drauf an, wo, vor welchen Öffnungen die Nester hängen. Aber nee, ich war eher bei, bei ausgeleierten Blüten. Aber ist auch wurscht. Ja. Man hört es. Schönes? Schade, schade. Immer noch kein Noise Gate. Letztes Mal bei unseren intensiven Recherchearbeiten bin ich ja schon darauf gestoßen, dass es auf den einschlägigen Biologie-Lernseiten eine Aktion gibt, die ich ganz lustig fand, um jungen Menschen Literatur näher zu bringen. Gibt es Filmserien, wo Frauen oben ohne unter anderem The Muppets Take Manhattan vorlesen. Oh. Um also einfach, klassische Literatur. Ja, richtig. Richtig. Ich finde es, also vom Bildungsauftrag her, gut. Ja. Solange die nicht kalt wird, ist das mir recht. Ja. Hast du denn heute auch die Nachrichten aus Zypern gehört? Ich habe gar keine Nachrichten gehört. Ah. Was zypt man denn so in Zypern? Die haben da einen Baum gefunden. Oh, einen ganzen? Ja, einen Feigenbaum, wenn ich mich richtig erinnere. Ich hätte schon gedacht, eine Zypresse. Nein, das war nämlich ein Baum, der gar nicht dahin gehört hat. Deswegen ist der ja den Biologen auch aufgefallen. Okay. Und dann haben sie ihn mal nachgeschaut, wie denn der da hinkommt. Mhm, und die haben festgestellt, der kam dahin durch einen Kern im Magen eines ermordeten Mannes, der dort verbuddelt worden ist vor 40 Jahren. Sie haben mittlerweile auch rausgekriegt, wer das war. Ja, und dieser Baum ist dann halt gewachsen. Und jetzt gehen sie halt daran, diesen Mord aufzuklären. Das klingt eindeutig nach der spannenderen Variante von Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland. Das klingt halt auf jeden Fall nach der blutrünstigeren Variante. Das ist richtig. Hoffentlich schreibt einer ein Gedicht drüber und irgendwer muss es auswendig lernen. Yay! Müssen Kinder das heute eigentlich noch machen? Hoffentlich. Ich glaube, die müssen gar nichts mehr auswendig lernen. Sie müssen es nur googeln können. Ach, selbst das können sie ja nicht mehr. Die sagen ja dann, hey Google, Dings mal,
Rechne mal 2 plus 2. Oder so. Und dann, laden sie es als Video auf YouTube hoch. Ja. Und dann sagt Google, das kann ich leider nicht leisten, wegen dem neuen Leistungsschutzrecht. Die Zahlen sind jetzt geschützt. Mhm. Graf Zahl hat eine Freundin. Ja. Das ist ja lustig. Manchmal. Aber wir wollen natürlich hier keine Meldungen besprechen. Das können die vom Sonntagmorgen besser. Das ist richtig. Allein schon, weil die nicht so oft schweigen wie wir. Oder seufzen. Ich hätte noch ein bisschen länger geschwiegen. Das hat gut gepasst. Das Problem ist, unsere Audioqualität ist einfach nicht gut genug, dass es sich wirklich nach absoluter Stille anhört, dass die Menschen panisch auf ihr Handy gucken, auf ihren Podcatcher schauen, ob irgendwas kaputt gegangen ist oder so. Dafür ist unsere Stille einfach nicht still genug. Ich meine, wir schneiden ja diesen Podcast überhaupt nicht, aber ich hätte mir diese Stille einfach merken sollen. Wenn ich dran denke, werde ich da einfach Stille reinlegen. Ja. Wahrscheinlich vergesse ich es bis nachher wieder, wenn ich das mache. Was soll ich mir aufschreiben und dir dann zuschicken? Ach, lass mal. Okay. Was habe ich denn noch so an Themen? Haha. Nö, ansonsten ist bei mir nichts Wichtiges gedingst passiert. Bei mir auch nicht. Ich hatte auch ein sehr faules Wochenende, was ganz angenehm war. Muss ja auch mal sein. Mhm. Kann ja nicht immer nur hier. Ja, die nächsten 2 Wochenenden stehen jeweils Aufnahmen für den König, Bube, Dame, Gast an. Mhm. Und ich habe noch keins der Bücher zu Ende gelesen. Oh. Und wir haben auch noch so ein paar andere Pläne, über die ich noch nicht so viel verraten kann. Es wird in der nächsten Zeit jedenfalls doch ein paar Folgen geben. Mhm. Und das, ich glaube, das wird ganz interessant. Ja. Auf das Thema Fraggles hast du dich auch nicht vorbereitet, ne? Nee, nicht wirklich. Gut, wollen wir über Yoga reden? Gerne. Oder über Meditationspodcasts? Können wir auch machen. Nein, habe ich beides nicht vorbereitet. Ich auch nicht. Wobei ich mir jetzt ein, nennen wir es ruhig mal Yoga-Podcast heruntergeladen habe, abonniert habe und Folgen heruntergeladen habe. Das ist schon ziemlich langweilig. Ich glaube, das ist der Sinn der Sache. Ich glaube, das mit der Entspannung, das... Nee. Ja, diese Langeweile regt mich auch mehr auf, als dass ich mich entspannen könnte. Das ist das Problem. Ich hatte auch diesen Meditationspodcast vom Herrn Wunderlich. Mhm. Ich habe es versucht. Ich weiß nicht, mein Kopf rotiert einfach viel zu schnell, als dass ich tatsächlich irgendwie mal Ruhe finden würde. Ich müsste es öfter mal probieren. Oder das Wattestäbchen tiefer schieben. Als nach. Mhm. Aber ja. Aber andererseits, im Moment schlafe ich sogar halbwegs. Es geht. Oh, es geht. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Ja. Das ist vielleicht auch die Erschöpfung von dem langen Sommer, in dem ich gar nicht geschlafen habe. Zum Glück ist der jetzt rum. Pünktlich zum Herbstanfang, gefällt mir. Ist schon wieder Herbstanfang. Wir nehmen heute am 24. auf, gestern war Herbstanfang. Yay. Passend zu dem Stürmchen gestern. Da kündige ich jetzt schon mal für unsere nächste Folge was an, weil passend zum Herbstanfang, ja. Oh oh. In der nächsten Folge
werde ich live einen Kürbis schnitzen. Bam, dum, bam, dum, bam. Dum. Ich habe auch schon eine Vermutung, was für ein Motiv es wird. Und ihr werdet also live miterleben, wie ich ihn aushöhle, wie ich ihn schnitze, wie ich mir Pflaster draufklebe. Ja, da ich jetzt ja ausgebildeter Ersthelfer unserer Firma bin, werde ich dir quasi über unsere Telekommunikationsdingsi hier einfach dann Anweisungen geben, wie du bitte leise blutest. Dann haben wir wieder so viel Stille, wenn ich leise blute. Ja gut, vielleicht können wir, da wir kein Noise Gate haben, die Tropfgeräusche einfach aufnehmen. Ja, vielleicht sprudelt es ja auch, je nachdem, wo ich schneide, und dann können wir das als Meditationspodcast verkaufen. Als Zimmerbrunnen sprudeln. Stell dir vor, du bist in der Natur. Der Rasensprenger sprudelt. Ja. Die Amsel röchelt. Der Podcast endet. Ach, ich bin ganz entspannt. Ja, bitte? Hallo. Hallo. So, fangen wir an mit der Aufnahme, okay? Okay, genug Pre-Show. Warte, ich rücke kurz meinen Hintern zurecht. So. Ja, lass dir Zeit. Willkommen, seid unsere Gäste. Wir sind alt und verbittert, Folge was weiß denn ich. Euer Rhabarber-Podcast mit Impro-Brokkoli und Hütchenspiel. Es begrüßen euch eure beiden Nullnummern im Schaukelstuhl. Gevatter Flo auf der Yogamatte, meine voluminöse Wenigkeit, der Hendrik, und es geht los. So, genug Show. Mein Tee ist auch fast alle. Ich habe noch einen Schluck. Aber das geht in die Tasse. So. Ein Tässchen müssen wir jetzt noch durchhalten. Ich habe ja immer noch den Wein hier stehen. Was für ein Wein? Es ist einfach ganz einfacher roter Dornfelder 2016er von der Mosel. Der gestern ans Essen kam und deswegen jetzt weg muss. Ah, ich verstehe. Was gab es denn gestern zu essen? Moment mal. Rebraten. Oh, Rebraten. Das ist nicht so gut, wie es klingt. Rebraten? Rebraten. Keine Ahnung. Rote Beeren an einem Strauch. Ja, nein. Rebraten, das war die Rebe. Okay. Nein, es gab ein letztes Stückchen Braten. Mein Vater ist ja Jäger. Das heißt, eigentlich habe ich Fleisch zur Verfügung, nur er hat schon länger nichts mehr geschossen. Tja. Mit Absicht oder wächst gerade nicht so viel? Nein, er hat schon ab und zu mal was geschossen, aber das kommt dann alles direkt zum Metzger, weil der braucht. Und so habe ich momentan wenig Fleisch da und das war so das letzte Stückchen und es war auch jetzt nicht unbedingt das beste Fleisch. Aber jetzt ist es halt weg und gegessen und die Soße war gut. Das geht alles schon. Gut, du als quasi Wildfleischverwertender, wie stehst du zu so Dingen wie Wildfleisch in Buttermilch einlegen, was man immer wieder von Hausfrauen gehobeneren Alters hört? Bringt das was oder ist das so? Ich kann dir ganz einfach erklären, warum das so ist. Ja. Und warum das heute nicht mehr nötig ist. Okay. Früher gab es halt keine Kühlkette. Und da hingen die Viecher da, bis sie schön zart waren, sprich gefault sind. Und um den Geschmack dann, diesen, was man früher gesagt hat, dieser Wildgeschmack, weil Wild schmeckt wie jedes andere Fleisch auch, das war also eigentlich Verwesung. Ja. Okay. Wie Dinosaurier. Das war einfach Verwesung. Ja. Und um den wegzukriegen, hat man das halt in Buttermilch eingelegt. Verstehe. Und deswegen sind auch viele Leute, die heute sagen, ach nee, ich mag kein Wild, das schmeckt nicht. Die haben das in ihrer Kindheit vielleicht mal gegessen, und du kannst das Fleisch heutzutage genauso behandeln wie jedes andere Fleisch auch, du brauchst da nichts einzulegen. Okay. Ich meine natürlich, wenn du es in Rotwein einlegst oder sowas, so ein schöner Schmorbraten, kannst du machen, musst aber nicht. Ja. Ich mach's am liebsten wirklich als kurz gebratenes. Vielen Dank. Gerne.
Ach ja. Ach ja. Tja, halbe Tasse Tee ist noch da. Erzähl mir was. Sonst erzähl ich was. Ich bin ja froh, dass ich überhaupt wieder Tee trinke. Ich bin ja eigentlich ein Tee-Vieltrinker, aber der Sommer ist mir einfach viel zu warm immer dazu. Und kalter Tee geht nicht? Geht auch, aber tatsächlich weniger. So im Sommer schwanke ich öfter zwischen Fruchtsäften und Milchmischgetränken, dann, wenn ich was Kaltes will. Aber ich habe jetzt am Wochenende wieder kräftig angefangen. Ich habe meine Teeschublade, ich habe eine ganze Schublade mit diversen Sorten wieder aufgefüllt. Und habe dann am Wochenende mal durchprobiert, was ich denn da also an neuen Sorten habe. Ich glaube, ich kann den Trend dieses Jahres schon erkennen. In den letzten Jahren waren es diese Kuchentees. Und ja, dieses Jahr sind es, glaube ich, Chai-Tees, die so aromatisiert sind. Schokolade oder was weiß ich. Werde ich dich auf dem Laufenden halten, wenn ich da... Hilf mir weiter. Was sind Chai-Tees? Chai ist doch das Wort für Tee und Tee-Tee... Ja, ich weiß es auch nicht genau. Ich dachte eben auch immer, das wäre mehr so grüner oder schwarzer Tee. Scheint im Moment bei diesen ganzen Angeboten eher Rooibos zu sein. Ja, Chai ist, ja, Tee. Gut, hätte man das auch geklärt. Normalerweise ist Chai halt wirklich Schwarztee, der oft mit Milch getrunken wird. Warum das jetzt alle möglichen Sorten so genannt werden, das musst du die Teeindustrie fragen. Okay. Hast du die Nummer? Ich google mal Teeindustrie Deutschland. .com. Nein, es schreibt nur Industrie Deutschland. Naja, vielleicht kriegen wir es bis zur nächsten Sendung raus. Dann können sonst wir muss man halt direkt in Hamburg beim Messmer. Ja. Messner? Messmer? Messmer. Bei dem Teemenschen anrufen und sagen, hier komm. Teekanne. Ach nee, es war Schneekopf. Chai-Tee von Seitenbacher. Lecker, lecker, lecker. Lecker, 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 lecker. Ja, wo wir schon dabei sind, der Umsatz im Segment T 2018 beträgt in Deutschland etwa 293 Millionen. Okay, das kommt mir nicht so viel vor. Und laut Prognose wird es im Jahr 2021 etwa 308 Millionen. Wie viel wird denn an Kaffee umgesetzt? Das muss ich erst noch raussuchen. Achso, waren das jetzt Euro oder Tonnen? Euro. Okay. Euro. Also pro Kopf 3,61 Euro. Vom Gewicht her etwa 0,3 Kilogramm im Jahr. Der Umsatz im Segment Kaffee beträgt 2018 etwa 4,9 Millionen Euro. Auch da hätte ich auf mehr getippt. Aber gut. Moment, 4,9 Millionen? Ja, das oder? Das ist aber sehr wenig, wenn das im T 293 Millionen sind. Oh, ach, Zehnerpotenzen, Nachkommastellen, du weißt doch, wie das ist, Rundungsfehler. Ja. Vielleicht soll das auch gar kein kommen. Ja, okay. Vielleicht sind es einfach 4 Milliarden 905 Millionen. Auch möglich. Wieso ist Deutschland eigentlich, wieso macht man in Deutschland keinen Punkt als Dezimalkennzeichen, wie es sich gehört, sondern immer ein Komma? Das ist doch Quatsch. Ich weiß es nicht. Schrie ich mich auf. Mach das. Krieg ich Blutdruck. Wobei ich tatsächlich deutlich unter den 5,5 Kilo pro Kopf Verbrauch liege. Bei Kaffee? Ja. Nein, das kriege ich hin. Nein, ich trinke sehr selten Kaffee. Ich mag den Geruch.
Ich mag auch den Geschmack, aber ich muss echt aufpassen. Im Gegensatz zum Tee kriege ich da auch sehr schnell Sodbrennen von. Mhm. Und ja, ich trinke halt sehr wenig. Ja, ich auch. Wie viel Kilo sagst du? 5,5? Doch, 5,5, ja. Das sind 11 Päckchen, oder? Ja. Das ist ja nix. Ja gut, pro Kopf Verbrauch, da muss man die ganzen Kleinkinder abrechnen. Ja. Die trinken ja weniger Kaffee. Ach so. Wobei, wenn man sie sich manchmal anguckt. Interessant, wenn man die Statistiken vergleicht, im Jahr 2015 war scheinbar ein sehr gutes Teejahr und ein etwas schwächeres Kaffeejahr. Was war denn 2015? Hat da. Vermutlich sind die Flüchtlinge dran schuld. Wer weiß. Vielleicht war es einfach ein besonders kalter Winter? Ich habe keine Ahnung, ich erinnere mich kaum an gestern. Ich google gleich, was 2015 war, wenn es so weitergeht. Was war 2015? Ja, Alexa, was war 2015? Wahrscheinlich nix. 2015, ja, gucken wir mal, was 2015 war. Wir haben ja schließlich einen Bildungsauftrag, wie die Sesamstraße. Soll ich einmal vorwärts und einmal rückwärts zählen? Haben wir das auch hinter uns? Gerne. 2015 war global das bisher wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Ach, fuck. Das kann es schon mal nicht gewesen sein. Hm. Der Habicht war Vogel des Jahres. Der Habicht also. Ja, die Blume des Jahres war der gewöhnliche Teufelsabbiss. Wer kennt es nicht? Wir nannten das früher doch Mutter mal. Ja. Mal die Mutter. Like one of your French ladies. Im Jahr 2015 sind auch Leute gestorben. Oh, cool, wer? Mal gucken, welche so auf die Schnelle finde. Richard von Weizsäcker. Tot. Leonard Nimoy. Spuck. Dude. Terry Pratchett. Ja, Günther Grass. B.B. King. Pierre Brice. Christopher Lee. War 2015 nicht das Jahr, wo wir gesagt haben, das überlebt keiner mehr? James Last. Omar Sharif. Das heißt, James war gar nicht so Lars. Nein. Wes Craven, ja, stimmt. Wer? Du kennst Wes Craven nicht? Den Schöpfer von. Nee, das war. Nein, Nightmare on Elm Street. Ah. Oder Scream oder The Hills Have Eyes oder diverse andere Klassiker. Ja. Ich guck ja keine Gruselfilme. Die sind dir zu gruselig? Ja. Ich mag das. Ach, und natürlich Lemmy. Nein. Doch. Tja. Viele tote Leute. Tja. Und ich fühle mich auch schon ganz schlecht. Ja, aber Flo. Also das ist doch jetzt. Das geht doch jetzt schon so lange. Da kannst du keinem mehr erzählen, dass das was Akutes ist. Nee, ich meine, ich wäre auch nicht alt und verbittert, sondern nur verbittert. Und nee, warte, genau, alt. Nur alt. Oder, ach, was weiß ich. Ich wäre halt dann tot. Das wäre schön.
Dann müsste ich mir diesen Podcast nicht antun. Ich war gerade überlegen, ob die Verbindung besser wäre, wenn wir einfach so ein Ouija-Brett hätten. Bestimmt. Da hat die Deutsche Telekom nichts mit zu tun, glaube ich. Wobei, man könnte es denen mal vorschlagen. Bringen die nicht nur auf Ideen. So Datenverbindungen ins Jenseits oder ne, so, dass das ganzen Astro-TV-Trollers, die da Karten legen und so. Vielleicht Startvolumen begrenzt sind. Sie kriegen eine Flatrate mit 5 Litern Elektroplasma. Oh. Kannst nicht mal einen Film und gucken. Einen Soda-Stream. Mm. Zum Aufschäumen desselbigen. Blob. 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 Der Blob ist auch ein schöner Film. Also sowohl das Original aus den 50ern als das Remake aus den 80ern. Ich kenne nur das Remake von den Simpsons. Das ist auch ein schöner Film. Nein, also die Spezialeffekte damals waren ja überragend. Wenn der Plop, die flüchten sich einen Imbiss und der Plop überrollt diesen Imbiss, dann wird ein Foto dieses Imbisses gezeigt und da wird Wackelpudding drüber gegossen. Mich würde wirklich interessieren, haben diese Effekte damals funktioniert? Vermutlich schon ein bisschen, weil die Leute nichts anderes gesehen haben. Aber ganz ehrlich, die meisten Computereffekte heute funktionieren für mich weniger als so reale Effekte, selbst wenn die ein bisschen cheesy sind. Okay. Das siehst du wenigstens also als Beispiel das Remake von Evil Dead. Also Tanz der Teufel. Ach so. Das ist kaum mit Computereffekten gemacht, sondern wirklich alles praktische Effekte. Und es ist schleimig, es ist widerlich. Du kannst so viel Blut und Gedärme gar nicht am Computer richtig darstellen, dass es ordentlich aussieht, wie wenn du echte Gedärme oder Zeug hast. Das ist auch so ein Film, den ich gerne mal wieder sehen würde. Oh ja. Macht auch Spaß. Dann der zweite Teil, der genau dasselbe ist wie der erste. Habe ich vielleicht einfach den zweiten nur gesehen? Ja, der erste war lange in Deutschland verboten, aber mittlerweile genau ist er, glaube ich, wieder. Genau das. Kann sein, dass ich nur den zweiten gesehen habe. Weil der damals, als ich jung war, auf RTL 2 nachts lief. Ja, das kann sein. Ja, und dann Armee der Finsternis. Ein bisschen mehr eine Komödie, aber trotzdem ganz lustig. Ja. Komödien sind ja meistens lustig. Und dann gibt es ja aktuell dieses Ash vs. The Evil Dead. Ja, das ist natürlich... ja. Leider nach 3 Staffeln jetzt vorbei, aber... ich verwechsel das gerade. Kann sein. Ja, klar. Ich verwechsel das mit... Dalen Tucker versus Evil, ja. Evil. Ein schöner Film. Ein schöner Film, ja. Erwarten wir eigentlich Zombieland 2? Was soll so lange kommen? Erwarten wir das freudig? Ich mochte den ersten wirklich, also. Ja, eben. Ich bin mal gespannt. Wenn es kommt und wenn er gut ist, nehme ich ihn gerne. Wenn er kommt und schlecht ist, gucke ich ihn trotzdem. Ich meine, mittlerweile ist das genauso so was wie der dritte Teil von 28 Days Later, der immer kommen soll und dann wahrscheinlich doch nie. Okay. Oder vielleicht dann doch irgendwann mal oder was weiß ich. Da siehst du mal, wie viel ich mit dieser Filmindustrie, weil ich wurde jetzt zum ersten Mal damit konfrontiert, dass es eventuell einen zweiten Teil geben soll. Ja. Wobei ich glaube, die Zombie-Filme sind so langsam wieder auf dem absterbenden Ast oder auf dem untoten Ast oder Ich habe jetzt gelesen, dass
bevor George Romero gestorben ist, also der Night of the Living Dead und diese ganzen Zombie-Klassiker gemacht hat, dass er an einem neuen Zombie-Film gearbeitet hat, Road of the Dead. Und der wird wohl jetzt ab Herbst irgendwann oder ab Winter in Comic-Form dann erscheinen, weil natürlich nichts mehr gedreht wurde davon. Ja. Mal gucken. Ob in der Apothekenumschau auch Artikel darüber stehen, was man mit seinem untoten Ast alles machen kann? Ach, die empfehlen bestimmt was Homöopathisches. Reiben Sie Zucker dran. Na gut, einen Vorteil hätte es, man könnte die Hornhaut abschrubbern. Ja, aber die Hornhaut ist ja nur wirklich im Schrubbern überhaupt da. Mist, ich erkenne das Problem. Naja. Wir sind mittlerweile im Alter, da ist das der abgestorbene Ast eh in Trauerweite. Ja, aber es, die Hoffnung besteht ja doch, dass irgendwo jemand... Sagt das deine Frau immer, die Hoffnung steht ja doch? Tote beschwören kann. Ja. Nekromantie. Besser als Nekrophil. Nekromantie. Der neue Spaß im Schlafzimmer. Ach ja, man braucht nur ein Huhn, ein Messer und ein bisschen Zeit. Guck. Ja, cock over. Deswegen habe ich in dieser Bar immer noch Hausverbot. Aber das ist eine andere Geschichte. Ach ja. Ach nee. Doch, doch. Wie doch, meinst doch, du? Doch, 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 doch. Ja, nein, doch. Ach. Ach, ach. Mein Wein ist alle, mein Tee ist alle. Mein Akku ist leer. Meine Blase ist voll. Mein Augenlicht schwindet. Meine Trauerweide hängt. Meine Haare sind struppig. Meine sind ausgefallen. Bis auf die Füßen. Prima. Ja. Zu zweit werden wir ein halbwegs funktionstüchtiger Mensch. Vielleicht. Das Problem ist eher die andere Hälfte, die übrig bleibt. Das wäre lustig. Ja, ne? So ein moderner Frankenstein. Der Sabbat in der Ecke sitzt. Und Podcasts macht. Ja. Der große Spaß auf dem Podstock. Der nächste Handarbeitskurs. Wir nähern uns ein paar Podcaster zusammen. Nom, nom, nom. Nee, das war das falsche Geräusch. Warte. Ach, ach, ach. Es gibt noch was Neues, was ich völlig vergessen habe. Und ich habe Urlaub gebucht. Nein, meine Frau hat Urlaub gebucht mit mir. Ich darf mit. Yay. Wir fahren nach München. Wir das ist doch in diesem Bayern. Beide vergessen, dass Oktoberfest ist. Nachdem wir den Zug gebucht hatten und ein Hotel suchten. Ach, so schlimm wird das da doch nicht sein. Nein, nein. Die paar Gäste. Ja. Das günstigste, was wir gefunden hatten, war für einen dreistelligen Betrag zu campen. Ich wünschte, das wäre ein Witz. Oh je. Überall Bekloppte und wir mittendrin. Das Oktoberfest. Auch sowas, was ich überhaupt nicht verstehe. Ja, vor allem, weil das im September anfängt. Na gut, das verstehe ich ja noch. Das ist wegen der Zeitumstellung.
Ach so. Ja. Wegen wenn, Sommer- und Herbstzeit. Ja, wenn jetzt irgendwann wirklich durchgehend Sommerzeit ist, wo ich auch gegen bin, weil das nicht die richtige Zeit ist. Natürlich. Ich will meine Winterzeit. Mi. Rennst da offene Türen ein bei mir. Ich weiß. Sonst tue ich mir auch immer weh. Wo war ich eigentlich? Achso, wegen der Zeitumstellung. Ist egal, man braucht Sätze nicht zu beenden. Okay. Oder Gedanken. Oder Oktoberfeste. Oder Podcast. Verstehe ich absolut nicht. Nee, mich auch nicht. Ich meine, so ein Maß Bier kostet mehr als ein Kasten. Mhm. Nicht, dass ich Biertrinker wäre, mir ist es egal. Aber warum? Warum quetscht man sich da unter besoffene Menschen und ach. Nee. Ich weiß nicht. Aber ich werde quasi live aus der Hölle des Löwen. Ne? Mhm. Live Löwenhölle. Yay, Hölle. Das ist Wahnsinn. Und dann besuchen wir die Frau Melone. Hallo, das Frau ist Melone. Schön. Dann grüßt die Frau Melone von mir. Wird gemacht. Die ist toll. Ich hörte davon. Und schmeckt nach Hühnchen. Das kann ich noch nicht beurteilen. Aber hey, ja. Wenn der Ralf nach Keksen schmeckt, warum soll die Frau Melone da nicht nach Hühnchen schmecken? Na gut, der Ralf krümelt halt viel, deswegen schmeckt er nach Keksen. Möglich. Flo. Ja. Wie hältst du es mit der Kunst? Mit welcher Kunst? Mit der Brotlosen, damit kenne ich mich aus. Ja, quasi. Das trifft schon ganz gut. Wie wenig Brot brauchst du? Ich kann tatsächlich relativ gut ohne Brot auskommen. Sehr gut. Willst du das Layout unserer Website überarbeiten? Du meinst, dass wir dann überhaupt keine Website mehr haben? Naja, nach dem Feedback, was wir bekommen haben über unseren Switcher-Account, war das Hauptproblem nicht, dass unser Content so schlecht ist, nur ihn niemand findet, weil das Layout auf mobilen Devices so unglaublich schlecht ist. Ja, ich kann danach mal gucken, aber ich bin in technischen Sachen so schlecht, nicht nur mobil. das wahrscheinlich, ja. Aber ich kann mal gucken. Gut. Wieso findet man da nicht einfach den Subscribe-Button? Genau, der wird nämlich ausgeblendet in der mobilen Ansicht. Das ist cool. Ja, ne? Ich habe zwar ein bisschen da irgendwie was anderes reingespielt an Theme. Aber ja, ach. Bedanken wir uns eigentlich für das wundervolle Feedback, was wir bekommen haben? Nö, ich mag die Leute nicht. Achso, okay. Ja, natürlich bedanken wir uns für das wundervolle Feedback. Ja. Ihr motiviert uns, wir machen weiter. Echt? Oh, scheiße. Wir wären schön doof, wurde uns gesagt. Das Feedback mochte ich. Das mochte ich auch sehr. Und wir seien wie Opium. Ich werte das als positiv. Ja. Wir sind ja Opis. Das passt schon. Richtig. Und wer uns einmal probiert hat, schläft ein. Was? Hast du wieder von dir selbst probiert? Ich schmecke nach Hühnchen. Wo? Überall. Also überall, wo ich mir zu Gerang komme. Ach so. Ja. Also überall da, wo du dich selber sauber lecken kannst. Ja. Die Teile kann man sehr gut von den anderen Teilen unterscheiden. Ja, aber über Körperhygiene können wir ein anderes Mal reden. Ich schreibe es auf meine Liste der Themen. Ja.
Dann erzähle ich vielleicht, warum ich gerne mal Nasenhaare mit den Fingern ausreiße. Weil sie da sind. Ja, und weil wenn man eine Pinzette nimmt, kommt man leicht in das Problem, dass man Haut mit einpetzt und die mit rausreißt. Das passiert bei mir eigentlich weniger, weil... Okay, ich bin einfach ungeschickt. Wahrscheinlich. Ach, fuck. Aber du kennst das doch bestimmt auch, dass man manchmal so ein Nasenhaar hat, das wie so Draht ist. Mhm. Und ja, sich so quer durch den Kopf bohrt. Und das muss dann halt raus. Natürlich, sonst juckt das im Auge. Ja. Von innen. Ich hatte gerade eine verdammte Achse, hat mich rausgetragen. Oh, entschuldige. Nee, ist alles okay. Das war doch, ist vielleicht besser so. Können Nasenhaare einwachsen? Das ist echt eine gute Frage. Und wenn ja, wie entdeckt Google? Man das? Am Schmerz? Und ich finde, wir sollten einen Chat haben. Weil wir ja so live sind. Nein. Ein Chat, aber keinen Livestream. Ja. Also ich habe mich ja bei Google entdeckt, eingewachsene Nasenhaare behandeln. Mhm. Hämorrhoiden selber veröden. Dann nehme ich mal die Lötkolben. Genau das. Herausfinden, ob du ein eingewachsenes Nasenhaar hast. Das klingt so nach gute Frage. Oder? Nein. Also die eingewachsenen Haare entstehen, wenn man sich rasiert. Ich rasiere mir in der Nase jetzt nicht so oft. Wie? Oder, ja, außen, aber nicht innen. Wie? Guckt ja keiner rein. Ach so. Oder wenn man sie zupft und sie wachsen halt unter die Haut. Genau. Und das kann sich dann entzünden. Ja. Dann tut's weh. Haut einem die Nase ab. Wie Michael Jackson. Der hatte bestimmt nur ein eingewachsenes Nasenhaar. Tja, hätte das einer früher gesagt. Ja. Dass er lieber hätte wachsen lassen sollen und nicht zupfen. Du solltest weder deine Finger noch einen Gegenstand tief in die Nasenhöhle stecken. Instrumente können sich in der Nase einklemmen, was dir ernsthaften Schaden zufügen kann. Stell dir vor, du hast deinen Finger in der Nase und der bricht ab. Das ist ja erst so zwei, dreimal passiert, aber Dann ist nämlich, also, ich fände das jetzt schwierig. Aber wie soll man denn tasten, ob man da ein eingewachsenes Nasenhaar hat, wenn man nicht mal den Finger reinstecken kann? Vielleicht nimmst du einfach nicht den eigenen. Ah, ja gut, die anderen abbrechen, obwohl so fremde Finger in der Nase. Na, dann nimmt man einen Korkenzieher und nutzt das Korkenzieherprinzip zum Wiederausziehen des fremden Fingers in eigenen Körperöffnungen. Und man soll es am besten in Ruhe lassen, steht da. Damit es sich entzündet und abfault. Genau. Interessant. Wenn man sich ganz sicher fühlt und das Nasenhaar nach außen gewachsen ist, kann man es auch aufstechen. Mit einer sterilen Nadel. So, gut, dass wir das geklärt haben. Ja. Das war also der Bildungsauftrag für heute. Yay! Das heißt, jetzt können wir Unfug machen. Ich lese hier gerade die Überschrift eingewachsene Nasenhaare verhüten und stehen mir so Mini-Kondome vor. Vielleicht sind damit diese Art von Gespräch gemeint. Du weißt, nach dieser... Wenn du jetzt Gott, ein wo bin potenzielles ich da gelandet? Kopulationsgegenstück hast und mit ihm einfach ein Gespräch über eingewachsene Nasenhaare anfängst. Das ist die beste Verhütung, die man kriegen kann. Hoffentlich. Wenn nicht, ist wahrscheinlich alles möglich. Ich habe hier gerade unten bei den empfohlenen Artikeln auf dieser Seite
gerade gefunden, eine saubere und gut riechende Vagina haben. Mhm. Ja, also sie empfehlen Körperhygiene. Oh. Wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Einfach mal waschen? Einen größeren Po bekommen. Wasser? Also ich weiß, wie ich einen größeren Po bekomme, aber ich glaube nicht, dass das die einfach mehr essen. Ja, so mache ich das auch. Passe dein Gewicht an. Ja, natürlich. Ja, machen wir doch. Ja. Pizza plus eins. Trage hohe Absätze. Ja, natürlich. Das mache ich immer. Damit ich größer wirke. Ja. Überlege eine chirurgische Verbesserung des Poes. Jeden Tag denke ich darüber nach. Ja, Schinkenimplantate. Bacon. Auch Männer können ihre Haare selber schneiden. Ja. Ja. Oh, mit dem Rasierer. Ich werde diese Seite jetzt zumachen und wir vergessen einfach, dass ich es jemals aufgemacht habe. Kein Problem. Gut. Ja, dann. Dann werde ich jetzt meinen Po trainieren. Okay. Und mal was essen gehen. Ah. Also quasi Bauch, Beine, Po. Ja. Find ich gut, find ich gut. Und wir reden uns in der nächsten Episode wieder. Sehr gerne. Und dann schauen wir mal, worüber wir da reden oder nicht reden. Ja, oder? Ob wir uns dann vielleicht doch mal vorbereiten. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber sie stirbt. Ich schau mal ein ausgestorbenes Tier mir an. Genau. Oder zwei oder drei. Vielleicht bringe ich auch noch ein paar um. Okay. Mein Lieblingstier lebt informier noch. Ich informiere mich über Körperhygiene in der Zwischenzeit. Das ist sehr angeraten, ja. Und Dings. Och nein, kein Dings. Aber ich habe ganz viel aufgespartes Dings für dich. Och, na gut. Ein bisschen okay. Dings. Und ich werde natürlich meinen Kürbis hier vorbereiten in der nächsten Sendung. Okay. Dann. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Ich verstehe euch, Lisa, ihr seid sehr merkwürdig. Hab übrigens heute eine Walnuss gefunden. Oh. Ich auch, sogar mehr als eine. Nee, sie hat quasi, also sie wurde quasi nach mir geworfen von einem Baum. Wahrscheinlich von einem Baum. Oder von einem Menschen, der in einem Baum saß. Das mag ich nicht beurteilen. Naja, ich war am Kompost und da ist ein Walnussbaum drüber und die lagen schon da. So hat keiner nach mir geworfen. Traut sich auch keiner mehr. Ja, kein Wunder. Du hast Kompost. Ach, das kommt muss aber man nicht so richtig die gut. Die eigentlich frankieren? Ja, es wird jedes Jahr teurer. Ach. Apropos, heute ist Montag, es kam wieder mal keine Post. Mhm. Vielleicht hat der Postbote montags frei. Ja, ja. Ich glaube, der hat einfach keine Lust. Nachvollziehbar. Montag. Ja. Ich gehe ja montags auch nicht mehr arbeiten. Das ist gut so. Damit habe ich dienstags meinen Montag. Das ist nicht so gut. Außer diese Woche, da habe ich dienstags frei. Hast du mittwochs und Montag? Ja. Stell dir mal vor, diese Woche wäre nächste Woche, da wäre Mittwoch frei. Scheiße. Warum ist nächste Woche Mittwoch frei? Tag der deutschen... Zweisamkeit. Ja. Ha, okay. Witzig. Das hätte ich jetzt vergessen. Ich habe es nur zufällig im Kalender gesehen, dass da eine Zahl in Rot stand und dachte, was ist das denn? Da haben steht die ja eine Zahl frei. In Rot. Jo, Flo, gut. Beenden wir das Trauerspiel an der Stelle? Ja, vielleicht schneide ich auch schon vorher irgendwo ab. Okay. Nach 2-3 Minuten. Dann, wer schneidet diesmal? Ich kann es gerne machen, weil wir schneiden ja nicht, deswegen ist es wurscht. Ach so, okay. Gut. Dann muss ich wieder ein Outro singen oder geht's so? Das überlasse ich dir.